Willkommen zurück, liebe Freunde der solaren Selbstversorgung. Sonnenschein. Beinahe Mittag. Optimale Bedingungen, um mit Solarenergie einen Kaffee zu kochen. Das ist jetzt quasi die Kaffee-Challenge. Der Master Power packt es locker. Wie gesagt, U-Power wäre vielleicht besser gewesen. Victron wäre besser gewesen, wenn man es sich leisten kann. Und ich habe einen neuen Batteriepack gebaut mit eigenen Boostbars. Ja, man kann vielleicht monieren, dass die Kabel eventuell noch ein bisschen zu dünn sind und etwas lässig befestigt sind. Aber was habe ich gemacht? Also, wir haben hier so auch wieder günstige AGM-Batterien. 12 Ampere-Stunden. Ich glaube, der ganze Block hat 200 Euro kostet. Also wirklich nicht viel Geld. Und es geht aber darum, den Einstieg möglichst einfach zu machen, möglichst die Kosten möglichst gering zu halten. Nicht jeder kann sich sofort ein Leafy Pro 4-Pack für 5000 Euro kaufen, ist einfach so. Zumal es wäre natürlich toll, wenn die Verkäufer, die Händler da eventuell auch Ratenzahlungen anbieten würden. Dann könnten das sich wahrscheinlich mehr Leute leisten. Es ist einfach nach wie vor teure Technik. So. Also das ganze System, 4 Paneele, Stückpreis, ja, 200 Euro, sind wir bei 1000 Euro, der Kasten 1000 Euro, sind wir schon bei 2000 Euro, die Batterien 200 Euro, sind wir schon, ja, auf jeden Fall um die 2000 Euro dabei. Und wie gesagt, Ratenzahlungen der Händler und Verkäufer und Installateure wäre da echt super. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt quasi hier die Kontakte etwas aufgebohrt, sodass so kleine Schrauben durchpassen. Habe mir so ein Blechband geholt, einen Schraubenzieher und Hammer punktuiert, dann auch ein Loch gebohrt. Und das ist jetzt die Powmür 48 Volt Balancer vorgeschlagene 2P4S Verkabelung. Das sieht ein bisschen crazy aus. Was hier? Also plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Und dann hier auch nochmal. Also quasi. Ja. Zwei parallel, vier seriell soll das heißen. Ohne Balancer in dem Fall. Aber die Verkabelung wurde so von diesem Powmür Balancer vorgeschlagen. Die Idee dahinter ist scheinbar, dass jeweils zwei in parallel, die ja, glaube ich, wieder intern aus 6 Zellen bestehen, dass die sich irgendwie besser balancen und dadurch die Voltzahlen dieser zwei Paare wenigstens gleich bleiben. Also sagen wir mal, der erste Versuch war mit 50 Ampere-Stunden. Im Handbuch des Master Powers steht mindestens 200 Ampere-Stunden und das sind jetzt nicht ganz 100 Ampere-Stunden. Also es ist eigentlich immer noch unterdimensioniert, aber es hat also von aktuell Ende März konnten wir von 9 Uhr morgens bis tatsächlich 9 Uhr abends einen Laptop, einen Monitor, noch diverse kleine Verbraucher betreiben mit diesen 200 Euro Batterieblock, was auch schon mal nicht schlecht ist. Also im Winter wird dieser Batterieblock leider nicht ausreichend sein. Das heißt, dieses System hat auch eine kleine Winterruhe hinter sich. Und ich kann jetzt leider natürlich nicht mehr jede Zelle einzeln messen, weil die ja verbunden sind. Also es wird mal die ersten zwei, der zweite Block von zwei parallel. Der dritte Block von zwei parallel und der vierte Block von zwei parallel. Und wieder der erste Block. Also man sieht, auch ohne Balancer bewegt sich die Abweichung im 0,234, 0,1234 Volt Bereich, was so in Ordnung ist. Das System läuft jetzt seit 2-3 Wochen. Der ganze Block 54
Volt. Das kann ich bestätigen, dass diese Messung korrekt ist. So, die Batterien sollten eigentlich voll sein. Dann starten wir die Kaffee-Challenge. Interessieren würde, also jemand hat gesagt, dass bei der 2P4S-Verkabelung, dass zwar die Zellen besser gebalanced sind, aber dass die Hälfte der Kapazität verloren geht. Stimmt es? Würde mich interessieren. Bitte in die Kommentare. So, Power. Der heizt jetzt auf und zieht. Ah, jetzt kommen nämlich bloß die 800 Watt, holt er sich jetzt vom Dach, jawohl. Wenn er merkt, dass die Batterie nicht ausreichend ist. 1,3 kW. Angegeben waren 1,5. Oh, 1,3. Man sieht, die Batterie-Voltage ist dropping. Ich glaube, ab 42 Volt würde er dann tatsächlich den Ausgang abschalten, weil die Batterie-Voltage eben zu niedrig wird. Um die Batterien zu schützen, zu schonen. Und jetzt ist er wohl fertig mit Aufheizen. Ja? Nee. Nee. Nicht ganz. Eine schöne orange Tasse. Jetzt scheint er fertig mit Aufheizen, jawohl. Power. Jetzt braucht er schon mal nicht mehr. Ja, doch. Heizt er die nächste Portion Wasser auf. Ja, jetzt hat er kein Wasser mehr. Also ich würde sagen, die Kaffee-Challenge ist bestanden. Jedenfalls bei gutem Wetter kann man auf jeden Fall 2 Tassen machen mit so einem kleinen Mini-Block. Bei schlechtem Wetter vielleicht noch eine Tasse. Thanks for watching!